Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Gelb hier vor der vierten Arena. Und wir fordern jetzt hier Erika heraus. Ist das Wetter nicht so wundervoll? Einfach herrlich. Und meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten, also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Das weißt du doch nicht. Ein Angela. Level 30. Ist das ihr stärkstes Pokémon? Ich glaube nicht. Deswegen. Oh, sie ist jetzt wieder. Oh, hier ist eine fiese Attacke. Ich werde die ganze Zeit nicht angreifen. Oh. Ist auch sehr effektiv. Oder ist das Gift? Komm! Ich will mal sehen, was du noch für andere Pokémon hast. Was? Toll. Kann ich das Pokémon austauschen, oder nicht? Oh, die gibt mir jetzt bestimmt einen Trank. Nee, komm. Dann mach Volltreffer hintereinander. Ein Ultrigare, ja. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Aquana kann mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Level 32. Oh, die sind underlevelt. Oh. Ich tausche das Pokémon sofort wieder aus. Komm zurück, Aquana. Könnte das dann für unsere erste Niederlage sein? Momentan. Sieht so nicht so aus, aber... ganz starke Attacken. Und meine Verteidigung senkt. Ja, Verbrennung. Das passt uns sehr gut. Die Säure wird immer mehr abziehen. Schaden. Ultrigaria. Sehr effektiv. Protexo geht bald down, wenn es so weitergeht. Oh, damit hätten wir jetzt das Pokémon ebenfalls besiegt. Ein Dooflor. Fahler darf wieder Erfahrung sammeln. Ebenfalls 30. Aquana hat hier keine Chance. Ich setze jetzt mal Pikachu ein. Es ist ein Typ Nachteil, aber... ich kann eventuell... die Masse rausholen. Oder Blitz. So ein dummer Attacke, aber paralysiert. Ich wollte eigentlich direkt guten Schlag und die Verteidigung senken. Scheiße. Das war's mit Pikachu. Ich muss eigentlich nur angreifen. Okay, dann... und jetzt bin ich stärkst wie du King hier. Hornattacke. Das muss ich doch abziehen, ja? Oh, ja. Nochmal. Das war's. Aquana Level 26. Der Farborn lässt Pokémon Mittel 50 deine Pokémon Befehle gehorchen. Außerdem kann deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Kein Platz mehr. Mega Heat. Das ist ein alter Ring, ja. Ich bin nicht für Aquana.
Steinfrage. Medizin. Bombenbauer. Kann auch nur eine Medizin werden. Ich glaube, das kommt ein paar Tage mal wieder ins Itemlager. Wir haben die Arena ganz gut überstanden. Ich werde natürlich Aquana noch ein bisschen Anschluss bringen. Leider hat es momentan keine Wasserattacken. Scheiße. Wollte ich gar nicht. Wieder warm. Okay. Und. Ach ja, jetzt können wir eben schnell die Stadt erkunden. Dann kommen wir unten an. Auf jeden Fall oder sowas. Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Tasmania City ist wunderschön. In diesem Hotel sind keine Pokémon mehr erlaubt. Tut mir leid. Ich habe auch Pokémon-Pech. Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Ah, ich verstehe schon, ey. Naja. Tja. Zum Moped. Schenkt dem Poster in der Schwere keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Danke für die Info. Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preis versandt. Oh man, schrecklich. Haha, mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Ja, ja. Unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Ja, genau. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit, ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr brauchen. Ja. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Hallo. Wir machen gerade eine Pause. Ach, das ist so Arschlöcher. Immer wenn ich mal ist ja Pause. Dann melde ich jetzt wieder hier. Ich habe ein Item an dem Ohr. Oh, ich kann diese ganzen TM eigentlich alle ablegen, weil das sind alles, die ich nicht wirklich brauche. Mal gucken. Ich will keine Pokébälle ablegen. Jetzt kann ich hier rein. Jetzt meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Maus bringt mein Geld mit nach Hause. Da sind aber welche. Oh, eine ganze Menge. Ich bin der Programmierer. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet.
Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Oh, du Frauenhelde. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet, auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib mich auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist. Hat der Spielerhersteller sich mal selbst hier reingestellt? Oh Mann. Hier ist nichts. Mal eben kurz da runtergehen. Und den Münzkopf abholen. Danke. Ich meine, man könnte sogar hier Pokémon gewinnen. Also ich habe ja mal nicht sehr viel Glück haben, oder? Oh Mann, nee. Also, mit Namen. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Ich hätte gerne einen Pyrogon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Maditen. Mal gucken. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Oh, danke. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Man kann auch Münzen kriegen. Das ist auch geil. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja, das stimmt. Man kann die Münzen gegen seltene Pokémon eintauschen. Aber ich habe kein Glück im Spiel. Herrlich, das macht Spaß. Möchtest du auch spielen, Junge? Ja, teils. Bist du mir zu? Man sagt, diese Spiele gehört zum Rocket. Ich glaube, jeder Spielmarkt hat eine andere Gewinnchance. Ja, ich spiel mal eine Runde. Oh, ich möchte einmal ein bisschen abgewinnen. Der reicht. Du? Na, ich bin der von dem Poster, oder? Ich muss... Ja, du musst was. Oh Mann. Komm, oh, das hätte ich. Tau doch. Hier kann ich... Ja, ich hätte einen Pokémon untergehen. Aber... Das stimmt nicht nur, ich habe mir da zu schnell gerückt, dass ich kein Steck entdeckt worden ist. Ich werde jetzt da runtergehen. In das Versteck. Aber
mal, ich Stadt wahrscheinlich erkundet. Ja, oder? Also ich glaube schon. Ja. Ich habe Smaugler auf der Nova-Insel gefangen. Alter. Na, okay. Das merkt man, glaube ich. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Er ist auf jeden Fall gefährlich für so ein kleines Mädchen. Mal gucken. Jetzt. Seltsam, wenn ein großer ist, ein Schalter. Mal sehen. Oh. Was ist denn hier? Ja, Leute. Und dann wäre es schon mal.